Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Conway Disappearance at Dahlia View. Mit unseren Verdächtigen bzw. den Nachbarn haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Jetzt geht's mal weiter mit einem neuen Auftrag, den wir bekommen haben in unserem Notizbuch. Und da haben wir es. Ich sollte wieder nach Hause, um alle gesammelten Informationen zusammenzufügen. Das ist unsere derzeitige Aufgabe. Ja, und ich würde ganz gerne nochmal kurz hier die Leute überfliegen, mit denen wir gesprochen haben. Nur mal, um das Ganze nochmal kurz aufzufrischen, um nochmal zu verstehen, was wir jetzt eben gehört haben. Wir fangen an mit der Omi von nebenan, die in ihrer eigenen Villa wohnt. Und hier steht auch nochmal, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, schien sie nur wenig Zeit für mich zu haben und gab mir eine Brosche, woher auch immer sie die hier hat. Man könnte natürlich sagen, viele der Tatorte, die liegen direkt vor ihrer Haustür, denn die anderen beiden, Annabelle McKee und Theo zum Beispiel, die wohnen ja ganz woanders. Nur das Ganze hat sich eigentlich direkt vor der Haustür von Lady Durr zugetragen und da ist ihr wahrscheinlich irgendwie dann die Brosche in die Hände gefallen. Die meisten Bewohner von Dahlia View kennen, sie lebt allein, kennen sie nicht oder kennen sie nur kaum. Und ihr Haus sieht wie geschaffen dafür aus, jemanden zu verstecken. Groß, alt und dunkel. Bin gespannt. Wir haben Shirley Downes, die Inhaberin des Krausness, dem Pub nebenan, wo sich alle Gruppen treffen, die nach Charlotte May suchen. Abgesehen vom Krach bei Nacht höre ich an gar nichts von ihr, also die ist eigentlich ziemlich ruhig und sieht wie ein selbstbewusster Mensch aus anscheinend aus der Ferne betrachtet. War überrascht, wie sehr sie doch aus der Ruhe kam, als wir auf Harold Levy zu sprechen kamen, denn mit dem verträgt sie sich ja anscheinend überhaupt nicht. Da hat sie ja was von geheimen Lieferungen gesprochen, die anscheinend hier möglicherweise zu nächtlicher Stunde ankommen sollen. Mal gucken. Und da haben wir ihn auch schon, Harold Levy, demjenigen, dem hier ziemlich viel gehört, Vermieter und Eigentümer der Werkstatt Levy und Söhne und in Dahlia View ist er sehr mächtig. Bis jetzt ist er für sich geblieben und hat mir keinen Grund zur Sorge gegeben, aber er war ein bisschen unhöflich, als wir mit ihm gequatscht haben. Also ich bin ja sehr gespannt, ob der möglicherweise da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Mal gucken. Und dann haben wir zum Schluss noch das Pärchen Annabelle und Theo McKee. Da haben wir sie, Hausfrau, mit Theodor verheiratet, glaubt, dass ihre Schwester Shirley Downes ist, die Inhaberin des Crow's Nest. Ich glaube, dass ihre Schwester Shirley Downes ist, die Inhaberin des Crow's Nest Pub. Also quasi ganze Familie hier angesiedelt. Wir haben Shirley, die Inhaberin des Pubs. Und wir haben Annabelle, die auf der anderen Straßenseite wohnt, die Schwester. Annabelle schien bei unserer Unterhaltung etwas seltsam und dann eine klare Meinung über die Nachbarin Mrs. Durr, also die Alte. Würde zwar nicht so weit gehen, sie als gemein zu bezeichnen, aber sie ist ganz offensichtlich eine Frau mit kritischen Ansichten, die sie auch gerne mitteilt. Und wir haben Theo, dem das ja nicht so gepasst hat, dass er seine Frau da so offen über ihre Ansichten spricht, arbeitet in der Werkstatt als Automechaniker und ist auch ein Musiker gelegentlich, wie man hier sehen kann. Als wir uns unterhielten, machte er den Eindruck, als wäre es ihm lieber gewesen, wenn seine Frau Annabelle weniger gesagt hätte. Genau, vielleicht wollte er nicht, dass sie versehentlich etwas verriet, aber er wollte ja auch unbedingt teilnehmen an der Suchaktion. Also theoretisch, von den 5 Leuten, die wir kennen, könnte es jeder gewesen sein. Welcher es tatsächlich war, das werden wir wahrscheinlich so schnell noch gar nicht rausfinden. Wir gucken mal. Wir rasen wieder nach Hause. Wir sollen mal zu Hause, würde ich sagen, die Hinweise sammeln. Wäre eine gute Idee. Und vielleicht haben wir ja demnächst die Möglichkeit, Catherine, mit unserer Tochter zu sprechen. Da ist sie auch schon. I thought I might bump into you tonight. Well, I shouldn't be here. What with you living so close. Conflict of interest and all. Are you finished here? Almost. Yes. Are you okay? Yes, I'm fine. It's poor Charlotte May I'm worried about. Anyway, look at you. I rarely get to see you in your uniform. You look good. Thank you. I wish it was a little more comfortable. Catherine, can I ask, what have you found? I'm not allowed to tell you. You know that. Besides, I don't have all the details myself, and my sergeant isn't exactly forthcoming with new recruits. Hang in there. You're an asset. They'll come to see how intelligent you are. Thank you. All I can say is that it looks as though Tony Morgan's daughter has been kidnapped. Awful news. May I ask why they're searching the Pinewoods? Do they know where the kidnapper went? It's a dead end. We're clueless, but we can't be seen to be doing nothing. And the locals suggested the woods, so
dear God. I perhaps wonder if I should talk to my neighbors again. Hang on, again? Yes, Catherine, I've been thinking and... Dad! What? I know this is happening on your doorstep, but please don't get any ideas. I'm a naturally curious person, you know that. You don't do this anymore. Leave it to us, please. Well, do the police have any ideas? Dad, I mean it. Don't get involved. Well, I'd like to help you. I want to do this on my own. I didn't realize what this means to you. I meant to say, I want to do it the right way. By the book. Please promise me. Okay. I promise. I'll leave the police work up to you. Thank you. Anyway, I'd better be off. I have to make a statement before the morning press. My sergeant is finally trusting me with something. Well, you'd better hurry. I'll look out for your article in the morning paper. Right. I'm off. Please go back inside. You'll catch a chill. Night, my love. Night, Dad. The last thing I want is to upset Catherine. I can tell how serious she is about her case. I've never seen her so driven. I suppose I'll still develop the photos I've taken of the crime scene. I might have captured something that the police did not. And I won't be stepping on Catherine's toes if I stay in my flat and out of the way. Und wir sind am nächsten Morgen um 7.34 Uhr in unserer Wohnung. Ja. The police have marked out several pieces of evidence that are likely related to the attack. However, Mrs. Doer handed me a brooch that was found at the scene. Mr. Morgan later confirmed it belonged to Charlotte May. Could the brooch be a missing piece of the puzzle? Nun, für das, dass wir eigentlich gesagt haben, wir mischen uns ja nicht ein und wir lassen die Polizei ihre Arbeit tun, sind wir ja doch schon relativ hart an der Arbeit um 7.34 Uhr in der Früh am nächsten Tag. Ja... Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Zwiespalt, in dem wir uns da befinden. Einerseits haben wir unsere Tochter hier, die gerade frisch zur Polizei gegangen ist, die gerade ihren wahrscheinlich ersten Fall oder einen der ersten Fälle hat, den sie gerne bearbeiten möchte und eben auch liefern möchte, um sich eben ein bisschen Ansehen zu, wie sagt man denn da, ein bisschen Ansehen zu bekommen, ein bisschen Ansehen zu erarbeiten in der Polizei, auch natürlich von ihren Vorgesetzten. Und dann kommt da oben der Vater, der sein Leben lang ermittelt hat als Privatdetektiv und will ihr reinpfuschen. Jetzt ist natürlich die Frage, sollten wir das überhaupt machen? Sollten wir überhaupt Ermittlungen anstellen oder sollten wir uns da vielleicht eher zurückhalten? Wenn wir es nicht tun, gibt es aber kein Spiel. Also von dem her ist ja schon mal klar, was wir tun werden, nämlich ermitteln. Und ich würde das ganz gerne so irgendwie auslegen, wenn das möglich ist, dass wir vielleicht Hand in Hand ermitteln, gemeinsam mit der Polizei hier nach dem Täter zu suchen. Die Polizei, genauso ratlos wie wir, wundert mich ein bisschen, dass er ja von der Brosche noch nichts erwähnt hat, die er da bekommen hat von der Nachbarin, weil ganz ehrlich, hätte ich vielleicht schon gemacht. Denn wie sollten die Polizisten oder wie sollte sie, Catherine, das denn herausfinden, wenn die Brosche nur von der Nachbarin in unsere Hände gewandert ist? Können die ja gar nicht wissen, dass die Brosche dort lag oder dass irgendjemand die Brosche gefunden hat. Also, weiß ich nicht. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann mal früher oder später, aber mal gucken. Wir stellen mal unsere Ermittlungen an und vielleicht haben wir ja Glück und können dann unsere Ermittlungen austauschen mit den Ermittlungen von der Polizei, die ja bis jetzt noch nicht viel haben, wie wir gerade gehört haben. Es wird nur das nahegelegene Waldstück durchsucht, aber auch das nur auf Anraten der Bewohner und auch das eben nur, um die Leute ein bisschen zu beruhigen, um den Leuten Hoffnung zu geben.
Na, gucken wir mal. Wir haben anscheinend in unserem kleinen Nebenzimmer schon mal eine Art Büro aufgebaut. Man sieht im Hintergrund ziemlich viele Akten. Akten, die uns jetzt aber nichts angehen, sondern jetzt geht's erstmal um das hier, um unser Klemmbrett. Beantworte die Frage, um das Beweisbrett zu lösen. Verbinde die Stecknadel der Frage mit dem entsprechenden Beweisstück. Und wir gucken erstmal, würde ich sagen, hier direkt in die Mitte. Where did Mrs. Doer find the brush? Wo hat unsere Nachbarin die Brosche gefunden? I wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture. Of the attacker's movements. So, Beweise verbinden. Da gucken wir mal, was wir da oben haben. Huch. Was heißt das da? Okay, wir können das Ganze anschauen. Foto des Hofs 1. Achso, da können wir jetzt schon verbinden. Ist die Frage, ob ich das überhaupt will. Wahrscheinlich hat sie hier die Brosche gefunden, kann ich mir gut vorstellen. I wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. Sollte passen. Und wie sieht's hier aus? Foto des Hofs 2. Da hinten wird sie wohl nicht rumspazieren, bei denen da drüben auch nicht. Und da kommt sie bestimmt nicht hin. Also die einzige Möglichkeit, wo die Brosche rumliegen hätte können, ist tatsächlich hier. So, klicke auf Theorie überprüfen und teste die Antwort. Na, gucken wir mal. Wir könnten ja theoretisch vielleicht sogar mal eine falsche Antwort hinstellen, um zu gucken, was sie dann oder was er dann sagen würde. Wenn wir jetzt zum Beispiel das hier. Geht das? Komme ich mit dem nochmal weg? Beweise trennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, bei den beiden hat sie es gefunden und wir überprüfen die Theorie. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. Würde nichts bringen. Wenn wir zum Beispiel sagen, sie hat sie da gefunden. Wo hat sie die Brosche gefunden? I need to look at every piece of evidence. Okay, da kommen wir also nicht weiter. Es gibt also nur diesen einen Ausweg und den müssen wir finden. Na gut, dann nochmal Beweise trennen, bitteschön. Und dann sollten wir theoretisch hier Glück haben. Genau. So, if Mrs. Doe was right about where she found the brooch, it means the kidnapper must have come past her manor house at some point during the abduction. I forgot to give Catherine the brooch. There just hasn't been a good time. Naja, gestern Abend. Sounds like I have mail. War ja ein guter Zeitpunkt, theoretisch. Sie klang ja schon ziemlich verzweifelt. Und wir haben nicht nur das eine Brettchen da drüben, sondern auch noch hier ein ganz anderes. Na, gucken wir mal. Da haben wir unsere ganze Nachbarschaft anscheinend dort drauf gemalt. Wir haben da unten die Brosche, wir haben die verschiedenen Fotos, die wir geknipst haben. I should check what that mail was through my door. Gleich. Nur kein Stress. Und wir haben eben unsere Nachbarn. 5 Stück. Interessant. So, nochmal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht da hinten irgendwas tun können. Da haben wir die Brosche. Das ist das Ding. Da haben wir unser kleines Hieferl für den Morgenkaffee. Und einen schönen Ausblick nach draußen. Können wir auf dieser Seite noch irgendwas tun? Warte mal, drehen. Nee, da rollen wir nur in die Unendlichkeit. Na gut. Ich vermute mal, da hinten werden wir genauso wenig machen können. Oh! Ein Buch. The Inner Workings of the Criminal Mind. Interessant. Also anscheinend, wie die Kriminellen ticken. A study of 3 of England's most brutal crimes and the minds behind the shocking murders. Also da wurden 3 sehr brutale Verbrechen anscheinend aufgearbeitet und wie die Mörder eben ticken. Von Dr. Gus vom Mint. Eine schöne Tasse, ein Wecker und das Telefon. Und da haben wir die beiden. So, ich gucke mir natürlich wieder gerne überall um. Ihr wisst das ja ganz genau, wie ich da drauf bin. Ich gucke immer überall, nur nicht dort, wo ich sein sollte. Und unsere Uhr, da kann definitiv was nicht stimmen. Wir haben gesehen, die Uhr ist stehen geblieben. Guck mal, das ist wieder 11.48 Uhr. Die funktioniert gar nicht, die Uhr. Die ist stehen geblieben. So sieht's mal aus. Wir sind hier nämlich um 22.48 Uhr aufgestanden und dann sind wir nach unten gefahren und plötzlich hieß es ist schon nach Mitternacht. Hä? Keine Ahnung, wie das passiert sein konnte. Und jetzt haben wir gerade gelesen, es ist 7.34 Uhr und die Uhr zeigt schon wieder
10.48 Uhr an. Also die funktioniert definitiv nicht mehr. Na gut, lang genug gesucht, jetzt geht's in die Post. Now what's this? Ein Drohbrief möglicherweise. Zoomen, Briefumschlag, kann ich das irgendwie öffnen? Hallo? Ach so, wir können das ja so umdrehen, hoppla. Verdächtige, entschuldigen Sie bitte, dass ich gestern Nacht so kurz angebunden war, Mr. Conway. Ich weiß, dass Sie mir nur helfen wollten. Ich habe das zwar schon der Polizei gesagt, aber außer unseren Nachbarn fällt mir niemand ein, der meine Charlotte May entführt haben könnte. Die McKees, Harold Levy, Shirley Downs und die alte Mrs. Durr könnten alle in den Hof. Das haben sie selbst gesagt und ich glaube, da ist etwas dran. Je mehr Leute sich mit dem Fall beschäftigen, desto besser. Danke nochmals, dass sie mir ihre Hilfe angeboten haben, schreibt T. Morgan. Also ein Brief vom Vater von unserem Nachbarn. Und es könnte natürlich auch sein, dass jetzt nicht unbedingt irgendeiner von den 5 Leuten, die wir kennen, für die Entführung in Frage kommt. Da wohnen ja bestimmt noch mehr Leute. Immerhin haben wir hier Wohnung 23 und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle anderen 22 Wohnungen leer stehen. Ganz bestimmt nicht. Mr. Morgan's note implicates most of his neighbors. I had suspected as much, but now I have something solid to work with. Catherine has asked me not to get involved. But I've already promised Mr. Morgan I'll find Charlotte May. I should have told Catherine there and then. I'm already involved. I can feel it again. That drive, that first pull at the yarn. It's all on this evidence board. Suspects, victims, items found at the scene. I have everything. All that remains is to watch over my neighbors until one of them makes a mistake. And I can still give Catherine her space. If the whole town is searching the pine woods, someone needs to keep an eye over Dahlia View. Ja, da können wir nochmal sagen, in Folge 3 herzlich willkommen. Jetzt geht's richtig los in Conway Disappearance at Dahlia View. I've been sitting watching my neighbors on and off for hours. But I've seen nothing of any use for my evidence board. Tony Morgan suggested that the McKees were acting strangely around Charlotte May. I heard Theodore return home earlier this evening, but didn't manage to get a glimpse. Charlotte May is counting on me to find her, but so far I've drawn a blank. Perhaps the McKees are innocent. Only time will tell. Na, auffälliger geht's ja wohl kaum. Heieieiei, ein Foto machen. Da haben Matteo am Fenster, der erwartet anscheinend ganz ungeduldig seine Frau und wir haben ihn hier. Ach, der füllt gerade Missing-Poster aus und sucht natürlich weiterhin verzweifelt nach seiner Tochter. Annabelle and Theodore seemed normal enough when we spoke last night. But by their account, they didn't seem much at all. Why would Mr. Morgan ask me to watch them? Theoretisch könnte ja jeder in Frage kommen. Theoretisch ist ja auch er, wie er selber weiß, ein Verdächtiger. So, mal gucken, was wir da so rausfinden können. Na, das wirkt ja schon mal sehr verdächtig. Hier wird anscheinend gestritten.
Ja, jetzt haben wir eine Gelegenheit verstreichen lassen für ein gutes Foto, aber egal. Na, gucken wir mal. Wie sieht's denn aus mit Mr. Morgan? Might have to zoom in for a closer look. Mr. Morgan is writing missing posters by hand. He's been there all evening. Ach, der Arme, der Arme, der Arme, der Arme. Und da sind sie wieder. I still have no idea what the problem is. Perhaps this is what Mr. Morgan was talking about. Wirkt irgendwie so, als würden die bedroht werden von irgendjemanden. Als hätten sie Angst in ihren eigenen vier Wänden. And now, Annabelle is... Annabelle has seen something just out of my view. Whatever it is, she's horrified by it. What on earth is it? Von ihm können wir kein Foto machen, aber von ihr? What are you thinking, Annabelle? What can you see? Na, hoffentlich nicht uns, wenn sie gleich darauf guckt. Das wäre ein bisschen peinlich. Sie schnappt sich ein Messer. She's got a knife. Aber wozu? Jesus, she's going to... No. She wants Theo to use it. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er darüber reden, wer das Abendessen kochen wird. He doesn't know which one to use. Die werden ja das Kind wohl hoffentlich nicht weichprügeln wollen. Was hat's damit auf sich? Warum liegen diese Gegenstände eigentlich alle verstreut in der gesamten Wohnung? Das Messer irgendwo im Abstellkammer, der Fleischklopfer am Tisch? Theo, don't do it. Ja, aber was denn überhaupt? Das ist ja die große Frage. Whatever it is, take pause of yourself. Worum geht's denn überhaupt? Ist da vielleicht noch irgendjemand anderer, den wir beobachten können? Ja, da drüben können wir gar nicht hingucken. Er füllt weiterhin seine Dinger hier aus. Na gut, dann gucken wir mal. Oder haben die da vielleicht eine Ratte oder irgendwas? Oder worum geht's hier? Who are you talking to? Is that a practice swing? Dear God. What have I just witnessed? Ich wollte mich gerade gucken, ob da möglicherweise gerade irgendjemand kommt. Some time has passed since I saw Theo hit something with a mallet. I didn't actually see anything. No proof. I have no evidence at all. 40 Minuten später und ich würde mal sagen, was da geschieht, das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Nachbar hier mit einem Fleischklopfer das Kind weichprügeln wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Frage ist halt, warum diskutieren die so lange herum, holen dann ein Messer raus aus dem Abstellraum, holen dann einen Fleischklopfer vom Küchentisch. Warum liegen diese Gegenstände überhaupt hier quer in der Wohnung herum und nicht irgendwie in der Küche, dort wo sie hingehören? Fragen über Fragen über Fragen.
Und vielleicht finden wir ja in der nächsten Folge schon eine Antwort darauf. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!